Wenn ich da reinfallen. So. Ja, dann schauen wir mal. Ah, das war gemütlicher hier machen. Eine Schnuppe. Ich werde mal eingeschnuppt. Schnieschner Schnüppchen. Ich nehme ein Müppchen. Was? Der Flix ist auch so leise heute. Irgendwie ist ja, heute nicht. Ich bin hoch konzentriert. Der ist, schon so oft der ist schon so oft gestorben heute, der will nicht noch öfter. Eine Form. Eine Form? Eine Backform? Unsere kleine Form. Eine Farm? Was baust du denn für eine Farm? Für eine schöne? Ich nicht verraten. Alles Mann. Geheim. Warum denn nicht? Weil du sonst wieder alles immer weiter trotschst. Hä? Eine Crystal Form baue ich. Ah, nice. So, auf dem direkten Weg zum Dungeon, um ganz viel Zeug abzubauen, das wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, aber der Knorker macht einen schönen kleinen. Ja, was? Eine Inneneinrichtung. Du bist unser Inneneinrichter. Hm. Unser Interieur quasi. Hässlich hier. Nee. Da unten sind komische Blumen, die bring ich da auch nochmal mit. Kann ich gar nicht, die sind. Nein, hier ist die Autobahn zu Ende. Nein, warum ist die Autobahn hier zu Ende? Jemand hat die Autobahn nicht weitergebaut. Na gut, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Eben. Ja, dann muss man halt die Autobahn bei Gelegenheit auch mal weiterbauen, dass wir hier hinkommen. Hallo da unten, ihr süßen kleinen Racker. Möchtet ihr was zum Spielen haben? Hier, bitteschön. Viel Spaß damit. Boom. Komm, ich zeig dir mal den richtigen Hausen. Ja, genau. Guck mal, ich kann einen Elefant machen. Nein, liebe Kinder, das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt keinen Elefanten. Na, in Wirklichkeit macht er das schon. Man sieht ja nur nicht die untere Hälfte seines Körpers. Ich könnte mich auch einfach hinstellen, aber ich lasse das an dir. Propeller! Du. Ich kotze gleich. So, raus hier aus der Höhle. Das Löwen. Whee! Das Schöne ist, man kann so schön weit fliegen und weit schweben. Da brauchen wir auch keine Autobahn momentan. Ah, ich bin angekommen. Sehr schön. Oh, Mumien. Nimm dies. Und das. Das. Oh, warte mal, da ist was. Waterleaves brauchen wir, glaube ich, auch. Oder irgendwie sowas. Für irgendwas braucht man das, glaube ich, zumindest noch. Fletch. Oh Gott, ich erinnere mich, wie ich mit Hubi hier durch die Gegend geeilt bin. Oh ja. Ah, ich bring noch ein paar Bücher mit. Ne? Der Knörke. Ja, ja. Kannst du noch so eine Bibliothek oder so bauen? Mhm. Sing uns mal einer was vor. Was? Oh, das ist auch noch ein Altar. Siehst du? Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, Herr Specht. Ey, nee, jetzt nee. Verderbnis breitet sich immer mehr unter unserem Grundstück aus. Immer noch? Oh Mann. Was? Müssen wir langsam was gegen tun, hä? Oh, bleib doch mal stehen, du blödes Drecksviech. So. Ach, hätte ich da jetzt Bock drauf. Hast du an deinem Mario zu spielen? An meinem Mario rumzuspielen. What? Say what? Ich spiel lieber an deinem Mario rum. Nee, lass mal. Ist halt zu haarig, muss mal wieder rasieren. Oh. Er hat schon einen Schnurrbart, oder? Ein Schnurrbart. Ja, schon Vollbart.
Ich glaube, Hubi kotzt gerade. Sagt auch nichts. Der kann nichts mehr sagen, der ist gerade in Ohnmacht gefallen, als er sich das vorgestellt hat. So. Ich bin dir ganz viel Lesestoff mit, wahrscheinlich ist auch Harry Potter mit dabei. Harry Proper. Ich kann dir auch Goldziegel mitbringen, ganz viele, wenn du magst. Goldziegel? Mhm. So, welche von euch Kackbratzen lässt da gerade schon wieder Wasser ab? Ich nicht. Ich bin ja nicht da. Kann das nichts ablassen. Das kann ich sein, das bin ich, Noem. Vorhin war es ich. Nix. Wir brauchen das Pack hier. Oh, du kannst ist das er, jetzt auch nicht konkretisieren. Oh, ist er total nörglerisch, weil er krank ist. Ist das nicht süß? Halt's Maul. Voll schnuffig. Schnuffig. Ein schnuffiger Hubi. Boah, Alter, bist du tunsig. Sag doch schnuffig. Flauschig. Flausche Schnuffel. Soll ich dir Knorke ein Dingssüppchen bringen? Ein Hühnersüppchen. Ein Hühnersüppchen? Ein Pluma-Süppchen? Wie ist damit? Ein was? Okay, jetzt hat keine Star Trek-Gies. Okay. Nee. Nee. Ah, okay. Dann. Star Wars, okay, wenn dann, aber. Ja, Star Wars auch. Aua! Aua! So, was ist denn hier unten noch irgendwo? Vielleicht noch so ein. Nee, auch nicht. Nein. Ah, das war eins. Aber. Rockrider, das wäre doch scheiße. Du bist doch Koch. Replikatoren, dann bist du auch arbeitslos. Ich glaube, die Replikatoren hast du gut hinbekommen. 3D-Drucker, anyone? Ja. Ja. Das ist ja das Schlimme, was das Schlimme, ja. Ich sag mal so, wenn es keine Hungersnote mehr gibt, irgendwann ist mir das dann auch egal. Also das Traurige ist, dass ich so der festen Überzeugung bin, dass diese 3D-Pizza wahrscheinlich besser schmeckt als so manches von diesen Pseudo-Italienern, die hier Lieferservice betreiben. Ja, das gehört auch nicht viel dazu. Analogkäse. So. Wo ist denn jetzt der komische Knörkebirke? Da unten ist die Knörkebirke. Knörkebirke, ich komme runter, Birke. Hallo, Örkebirke. Oh. Wobei, wenn du satt werden willst, gibt's nichts Geileres als einfach so einen Riesenblock Analogkäse irgendwo auf einer Pizza, auf Nudeln, auf irgendwas. Ja, Füllmasse halt, ne? Ja. Hat du 5 Stück zumindest mal wieder. Da bist du auf jeden Fall dann satt. Danke. Ja. So, wenn ich jetzt das Copper nehme und das Eisen und die Soul of Night. Und die Rotten Junks. Und wie viel braucht man denn davon? Ich glaube auch so 6 oder so ein Scheiß. Dann ist das wahrscheinlich ganz weit unten, oder? Mechanical Worm! Hergestellt! Wir können heute Nacht wieder auf Action gehen. Und eine Soul of Night haben wir sogar noch übrig. Lecker. Das war ja jetzt gerade sehr erfrischend, hat sich's angehört. Das hört sich an, als ob da was mitgekommen wäre. Das hat man gehört, ja. Ich wollte, aber irgendwie hat es nicht richtig gekoppert. Widerlich. Kein Land ist gekommen, nein. 50, ich kannte mal einen, der hat tatsächlich manchmal was zu hoch gewirkt, hat gekaut und wieder runtergeschluckt. Ja, danke schön. Jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Macht mein Opa auch immer. Ja, danke. Oh Mann, ey. Ah, du bist am Blinkweed dingsen. Ja, aber die Fensterchen sind ja nicht perfekt hier oben, ne? Also. Nee. Es ist auch ein bisschen geficken mit diesen blöden Fenstern. Echt? Schmeiß mir mal zu, komm. Ja, ich hab keine mehr. Keine kein Glas? Ich hab kein Fensterglas mehr, muss du ich brauchst, erst machen. Du brauchst wieder Sand. Ja, ist unten, muss ich nicht. Achso, okay. Gut. Dann machst du das alles noch. Direkt brauchst du wahrscheinlich. Kannst du dich mal an die Dienststellen, an den Schalter. Vasen brauchst du auch nicht. Nee, wenn du irgendwo jemand Schlamm findet oder ein Matt. Ich hab nicht 20 Clay. Ja, sorry, Clay meine ich genau. Ja, Clay. 20 Clay habe ich. Aber nicht mehr und nicht weniger. Da ist doch Bäumchen gepflanzt hier, kann das sein?
Ja. Das Eisbäumchen. Eisbäumchen und ein paar Blumen. Das sind zu viele. Du brauchst einen gewissen Abstand, sonst wachsen die nicht. Ja, ich weiß. Die habe ich ja schon hier weggemacht. Und probiere mal, ob sie jetzt wachsen. Ich frage mich eh, wie hoch sie wachsen. Ob sie mir dann das Haus zusammenkrachen, wenn dann die Bäume sich ausbreiten. Ja. Natürlich cool optisch, wenn dann so ein Baum hier tatsächlich wie ein Stützpfeiler aussieht. Aber das muss ich erstmal testen, ob das funktioniert. Ja, es kommt wieder Lava hoch. Cool. Ihr habt ja in diese Farm da unten die ganzen Mobs reinbekommen. Mobs? Hä? Ja, die Mobs. Die Gegner zum Goldfarmen. Das sind die, die Statuen. Statuen. Ah, okay, okay. Muss mal gucken. Ich glaube, jetzt müsste sie gleich randvoll sein. Zumindest die rechte. Ja, einmal geht noch. So. Ja, wahrscheinlich geht es nur noch zweimal. So. Ja, das ist gut so. Aber man ist immer so, man will es immer so ganz penibel genau auf die Linie machen. Ganz, ganz genau auf die Linie. Der Hubi kennt das ja schon. Ja, ja. Ich glaube, einer geht noch rein. Hättest du das nicht gerade schon gesagt? Da passt noch einer drauf. Oh Mann, ey. Na komm, rutsch rüber. Ich sehe auch noch immer, dass da immer noch weiter Lava abgepumpt wird. Ja, jetzt ist es ganz genau. Sehr schön. Bis zum Rand ist es voll. So voll wie Hubis Mama, wenn sie mal wieder trinkt. Ja, ja. Aber irgendwann wird mal wird's mal klingeln. Da steht eine Frau vor der Tür. Sind Sie mein Kiefer? Ja. Nein. Dermaßen einen in die Fresse. Nein. Nee, du siehst das falsch. Irgendwann wird's klingeln. Ich stehe da, sag Hi Mike und Klatsch. Ups. Doppelklatsch. Es ist ja doch, da drüben ist ja noch gar nicht voll. Ja. Sag los, ich mache hier gerade die Barriere, damit die Lava nicht gleich hier wieder rüberspült und dass es hier drüben etwas zu voll ist. Du Pappnase, du. Und ich habe da drüben schon aufgehört zu pumpen. Da unten. Aber die ist gleich voll, die ist ja. Siehst du ja. Ich warte mal gerade einen Moment. Was ist eigentlich mit diesem Pseudo-Friedhof, der in der Luft da schwebt? Da hat er irgendeine Funktion? Ja, da gehen wir gleich hin. Ah, das ist eine Kampfbasis. Wenn's genau, wenn es wieder Nacht ist. Scheiße aus, ey. Darfst dich nicht freuen. Der sieht scheiße aus, ist richtig. Soll doch nicht schön aussehen. Das ist einfach nur. Hubi kann nicht schön, Hubi kann nur hässlich. Guck sein Gesicht an, dann weißt du warum. Du, wenn du den Hubi direkt kennen würdest, würdest du nicht armer Hubi sagen. Geh weg, hau ab. So, ist voll. Kannst abbauen. Blub. Oh, schön geworden. Schön rot hier. Schön hell vor allem. Und sehr gefährlich für Knorkas hier durchzukommen. Aha. Also von unten greift uns nichts mehr an. Ne? Das kannst du mal klicken. Also, hier, von links meinst du? Von links kommt da nichts mehr durch. Dann ist die Tür offen gewesen. Die Tür müssen wir eigentlich versetzen. Ich versetze sie mal gerade ein bisschen. Die kommt quasi, warte mal. Da kommt die hin.
Würde sie gerne hinbauen. Ach, brauchen wir da Dings für. Knocki! Hast du noch Snowbricks? Ja. Könntest du mir zweimal hier mir über meine Birne welche hinsetzen, bitte? Wo ich hier gerade bin, hier. Mach ich. Der kleine Link. Der Wink mit dem Link. Dirt brauchst du ja nicht, das machen wir weg. Ich hätte noch Waterleaf, die ich dir geben kann, die kannst du auch nochmal anpflanzen. Ich weiß aber nicht, ob die in normalen Töpfen angedings werden können. Wahrscheinlich. Probier's einfach mal. Muss schon mal gucken dann. Ja, wie gesagt, warte mal, einen habe ich sogar noch, sehe ich gerade. Dann bastel ich den schon mal hier, dann kann ich mal die Tür setzen. Achso, das geht wahrscheinlich deswegen nicht. Jetzt geht's, genau. Wegen der Wooden Beams ging's nicht. Trotzdem muss hier noch einer hin. Also wenn er noch bauen könnte, basteln könnte, das wäre super. No Aim wird gleich sterben. Nein. Wahrscheinlich nicht ganz. Er brennt nicht lang genug. Und da ist noch ein paar Wooden Beams mit den ganzen Spielen. Es wird dunkel, ne? Ich gehe schon mal rüber. Hier fehlt eine Tür. Hier fehlt eine Tür. Was war das? Ich glaube, ja, genau, wollte gerade sagen. Hört sich irgendwie eklig an. Nur genießt. Ja, hoch ist gut. So, die Tür bringe ich mit. Auch nicht so einfach hier unten. Jetzt mal kurz an, wie muss das jetzt gebaut werden? So, ja. Die Wooden Beams kannst du auch noch herstellen an der Gelegenheit. Die Tür setze ich hier mal gleich rein. Nicht, dass sie viel bringen würde, aber hey. So. Es wird dunkel, meine Freunde. Wollt ihr mitmachen? ja.